sexuelle Aktivitäten mit sexuellen Menschen. Willkommen, unsere lieben Melonen. Das war wieder sowas von nicht synchron. Arega. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Batman sagt. Der erste 3D-Pornofilm, der im Kino lief, spielte mehr ein als der Film Avatar von James Cameron. Jeder Schwan, der in England seinen Unfug treibt, ist Eigentum der Queen. Die Vorwahl der Antarktis ist 6721. Don't call me maybe. Als Dendrophilie bezeichnet man eine sexuelle Beziehung zu Bäumen. Ketchup ist eine chinesische Erfindung, wobei Cup Sausage eine amerikanische Erfindung ist. Die klauen sich gegenseitig Ressourcen in ihren Fastfoodketten. Weißt! In der Türkei gibt es eine Stadt, die den Namen Batman trägt. Das kommt eindeutig auf die Liste der coolsten Länder und Städte. Schildkröten und Seegurken haben beide dieses wundervolle Talent, was ich persönlich super gern hätte. Sie können durch ihr Arschloch atmen. Ich will das auch. Wenn man Salz in konzentrierter Menge auf eine Wassermelone streut, wird sie tatsächlich größer. Die EU-Richtlinien für Zitronenlimonade sind weniger eng als die für Reiniger. Während Zitronenlimonade künstliche Aromen hat, hat Zitronenreiniger richtige Zitrone drin. Wenn im wunderschönen Spanien Hunger auf Fastfood hat, fährt nicht in den McDrive, so wie man das bei uns kennt, sondern in den McAuto. So heißt McDonald's Drive-In in Spanien. Gut, da können die sich wenigstens beschweren, wenn du nicht mit dem Auto da reinfährst. So, unsere wunderschönen Melonen zu diesem wundervollen Tag, Abend, wann auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonnieren nicht vergessen, denn abonnieren ist bekanntlich sexueller als sexuelle Aktivitäten mit sexuellen Menschen. Habe ich gerade so bewiesen. Ciao! Ketchup ist eine Amerikanerin. Ketchup ist eine chinesische Erfindung, dass du durch deinen Arschloch ausatmest, ist schon ekelhaft genug. Ja. Aber einatmen wäre noch. Nein! Dann würde ja umso mehr von da wieder rauskommen und das will keiner. Doch. Wer in dem wunderschönen Spanien Hunger auf Fasten. Okay.